bin nervös. Versprichst du, dass es nicht wehtut? Etwas, das dir Angst macht. Etwas, wofür du richtig Ärger kriegst. Etwas, das dich wütend macht. Etwas, das wehtut. Okay. Okay. Alice! Alice! Wir müssen los, sofort! Du bist nicht Alice. Ich bin schon zu lang hier. Chauncey ist auf dem Weg zu dir. Möchtest du ein Scone? Zum Knuddeln, Max. So süß, sie trinkt Tee mit ihrem imaginären Freund. So nennen wir Donuts in England. Auf der Insel sagen alle nur Scone. Das sind zweifellos deine Gene. Dein Kleid ist so hübsch. Sie sagt, er steht bereits hinter dir. Freust du dich, wieder hier zu sein? Ja, da werden lauter schöne Erinnerungen wach. Vielleicht wird mein Lieblingsort unser Lieblingsort. Wer hat dich da unten ganz allein gelassen? It was just my imagination. Chauncey und ich spielen was Neues. Aufgaben für eine Schnitzeljagd, super. Chauncey sagt, du darfst nicht mitspielen, weil du ihn im Stich gelassen hast. Ich brauch was Fröhliches. Da hab ich was. Ich dachte, Insekten machen dir Angst. Wenn ich alles geschafft habe, will Chauncey mir was zeigen. Den Ort, wo er herkommt. Etwas, das wehtut. Alice! Verbringst du viel Zeit mit deinem neuen Freund? Er wollte, dass du dir selbst wehtust. Das war Teil des Spiels. Würde ein guter Freund so ein Spiel spielen wollen? Vielleicht sollte ich nicht mehr mit dir spielen, Chauncey. Vielleicht sollten wir keine Freunde sein. Nein, 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 nein. Alice? Sie ist verschwunden. Aber wir werden sie finden. In jeder Kultur gibt es Wesen, die Kinder vereinnahmen. Wir nennen sie imaginäre Freunde. Du hast immer mit deinem imaginären Freund gespielt. Wird ihre Verbindung getrennt, bricht das Wesen in blinde Wut aus. Er sagt, er steht genau hinter dir. But it was just my imagination. Kann ich auch mit deinem imaginären Freund abhängen? Er ist nicht imaginär. Und er ist nicht dein Freund.